Hallo und herzlich willkommen zurück zum gemütlichen Teil in Disney Dreamlight Valley, wo Mickey seine Angel auswirft, ein paar Fische fängt, mein Schweinchen hinter mir einfach nur ein bisschen durchs Gras läuft. Und ja, für uns wird es nicht ganz so gemütlich. Ich hatte zwar in der letzten Folge gesagt, dass ich die nächste Folge mit Gothel weitermachen möchte, aber ich hatte vergessen, dass wir ja noch diese Sache mit diesen Bösometer hatten. Die würde ich jetzt gerne noch eben dazwischen schieben, weil ich ehrlich gesagt tierisch gespannt darauf bin. Ach, da oben ist Donald schon. Tierisch gespannt darauf bin, worum es in dieser Quest jetzt geht. Hi Donald, ich habe ein Schild mit einem Bild von dir auf der friedlichen Wiese gefunden. Aber anscheinend hat es jemand bemalt. Ah, was soll das? Wer würde... Oh, ich weiß, wer das war. Es war Stitch. Wenn er das nochmal macht, dann werde ich... Ich werde... Ah! Beruhige dich. Atme tief durch. Beruhigen? Warum sollte ich mich beruhigen? Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, macht Stitch etwas anderes kaputt. Was hat Stitch angestellt, um dich so zu verärgern? Er hört nicht auf, mich zu nerven. Hinterlässt Zahnabdrücke in meinem Steg. Stiehlt die Würmer aus meinem Angelkasten... Und dann hat er mich gefragt, ob ich hässlich wie ein Entlein bin. Ich glaube, du hast Stitch missverstanden. Eine seiner Lieblingsgeschichten ist das hässliche Entlein. Ich habe nichts missverstanden. Er hat es auf mich abgesehen. Also habe ich diese Bilder im Dorf aufgestellt, um Stitch zu zeigen, dass er mich von meinen Lieblingsplätzen fernhalten soll. Das ist aber nicht nett. Das Dorf ist für alle da. Ganz genau. Ich hatte keine Vorstellung, wie weit. Und ich teile das Dorf gerne mit allen, die sich zu benehmen wissen. Aber Stitch versucht es nicht mal. Er ignoriert meine Schilder. Aber das ist noch nicht alles. Er hat Grimassen auf die Schilder gemalt. Vielleicht kann ich mit Stitch reden und versuchen, ihm beizubringen, dein Eigentum zu respektieren. Danke. Wenn Stitch mich nicht in Ruhe lässt, werde ich sein Raumschiff reparieren und ihn auf den Mond schießen. So ist gut. Na, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Stitch, was sagst du denn dazu? Geh mal ein Stückchen nach hinten, da kann ich besser... Es sieht schöner aus. Ich habe gehört, dass es zwischen dir und Donald ein paar Streitigkeiten gab. Keine Streitigkeiten. Stitch macht Streiche. Donald macht... Ah! Donald ist mein lustiger Freund. Freund? Du spielst Donald einen Streich, weil er es lustig findet, weil du es lustig findest, wenn er wütend ist? Manche Leute mögen es nicht, wenn man ihnen einen Streich spielt, Stitch. Donald wird wirklich wütend. Du musst seine Grenzen respektieren. Oh, soll aufhören, Donald Streiche zu spielen? Ist Stand auf Börsometer von Stitch schlecht? Mach dir keine Sorgen, wir bekommen es in den Griff. Stitch wird besser machen. Versprochen. Warum fangen wir nicht damit an, die Schilder zu ersetzen, die du bemalt hast? Ich werde dir beibringen, Sachen zu reparieren. Lass uns Donalds Schilder reparieren. Wir müssen... Oh, ihr kennt mich doch mal. Wir müssen Hartholz, Weichholz und diese beschädigten Schilder finden. Okay, dann starten wir die nächste Sammelfolge, in der wir nur darauf bedacht sind, Weichholz zu sammeln, beziehungsweise Hartholz fehlt uns neuerdings jetzt auch. Wieso fehlt uns das Hartholz? Bei ihm können wir gar kein Holz mehr holen, ne? Nee. Ist heute leider nicht der richtige Tag dafür. Ja, jetzt sind wir natürlich schon in der letzten Folge überall rumgelaufen und haben das ganze Holz eingesammelt. Das heißt, da ist jetzt nicht mehr so viel zu finden aktuell. Ich liebe es, wenn man wirklich reihenweise hintereinander immer die gleichen Sachen braucht, um irgendwas zu machen. Hallo, nimm das auf. So, das ist schön, dass wir jetzt Weichholz so viel finden, aber wo kriegen wir jetzt Hartholz her? So, das nehmen wir auch nochmal mit. Was ist das mit den Kleinchen? Ich will nicht... Ach, nein, ich will nicht die Kleidungssets sammeln. So. Dunkles Holz, Harzholz. Harzholz, was rede ich denn hier? Wald der Tapferkeit, Lichtung des Vertrauens, eisige Höhlen, sonnige Ebene.
Ja, da waren wir ja quasi überall. Also eisige Höhlen, da waren wir jetzt noch nicht. Und Wald der Tapferkeit, da könnten wir auch nochmal, da waren wir jetzt schon länger nicht mehr. Da sollen wir Hartholz finden. So, das sieht gut aus. Die nehmen wir allerdings auch mit, weil anscheinend brauchen wir im Moment nur noch Holz für die ganzen Quests. Ja. Das kann einen manchmal so ein bisschen beschuggern machen, ehrlich, das Spiel. Ja, ich habe leider nicht den Fisch, den du haben willst. Deswegen kann ich mich um euch nicht mehr kümmern. Da hinten ist noch Holz. So, ich schätze, das würde dann auch reichen. Ja, perfekt. So, dann haben wir verunstaltetes Schild in der Nähe der Eingänge zur friedlichen Wiese. So, dann würde ich sagen, in der Nähe der Eingänge... Ach nee, das ist der Hauptplatz, wo ich jetzt gerade bin. Das ist gar nicht die friedliche Wiese. Also da unten ist auf jeden Fall ein Eingang. Frage ist, ist hier auch ein Schild? War man nämlich eben. Doch, da ist ein Schild. Okay, eins haben wir schon mal gefunden. Da hinten ist keins. Ja, du willst ja, dass ich da das Unmögliche erstmal besorge. Da laufen wir jetzt nicht hin. Aber aufgrund meiner leider sehr schwerwiegenden Erfahrung in Sachen Holz. Jetzt habe ich so schön viel Steine jetzt endlich mal zusammengefarmt nebenbei. Und jetzt habe ich kein Holz mehr, um Kisten zu bauen. Ah, das sieht mir doch sehr schwer nach so einem Schild aus. Ja, genau. So, müssen wir nochmal mit dir reden. Nein. Ich will doch nur mit dir reden. Oh, was ist das? Das ist ein Teil von dem, was wir brauchen, um die Schilder zu reparieren. Sieh mir zu, wie ich ein paar davon an einer Werkbank repariere. Dann kannst du versuchen, selbst eins zu reparieren. Okay, dann wird Stitch gut im Reparieren und Zerstören sein. Ja, ich wusste, dass sowas kommt. Okay, stelle zwei Donald-Schilder auf einer Werkbank her. Da hinten. Jogg doch mal ein wenig schneller. So. Das gehört zu, unter Möbel, okay. Zwei sollen wir herstellen. So, Stitch, da bist du. Ich war gerade beim Schweinchen. Hier sind die Schilder, die ich repariert habe. Kann Stitch jetzt Schild reparieren? Ich denke, du bist bereit. Lass uns loslegen. Baja. Sei vorsichtig, okay? Taka. Schau, Stitch macht besser als vorher, ja? Sieht toll aus. Danke. Lass uns die Schilder rund um die friedliche Wiese aufstellen. Das sollte Donald zeigen, dass du ihn respektieren kannst. Ja, ich dachte schon, dass er jetzt das Bild auch geändert hat, weil das ja jetzt natürlich total anders aussah. Stelle die wieder auf. Ach so, ja, eigentlich ist es ja egal, ne? Eigentlich muss ich das ja nur... Drum, drum, drum. So. Zack. Und dann machen wir hier noch eins hin. Zack. Und weil es so schön war oder auch nicht. Hier sieht man gar nichts. Hallo? Machen wir da noch eins hin. So. Stitch, wo bist du? Da. Wir haben Schilder repariert und wieder aufgestellt. Ist Stitch Börsometer jetzt niedrig? Noch nicht. Du musst dich noch bei Donald entschuldigen. Entschuldigungen lassen dein Börsometer sehr schnell sinken. Willst du, dass Stitch entschuldigt? Stitch, sehr schlechter Entschuldiger.
Das macht nichts. Wenn es ernst gemeint ist, ist es ganz leicht, sich zu entschuldigen. Das Wichtigste ist, dass es von Herzen kommt. Okay, Taka. Wir finden Donald und ich mich entschuldigen. Soll ich dir jetzt hinterherlaufen oder soll ich jetzt da hinten ist Donald, okay? Ah! Nicht du schon wieder! Was für einen Streich wirst du mir diesmal spielen? Kein Streich, nur Entschuldigung sagen. Entschuldigung? Jetzt bin ich mir sicher, dass du mir einen Streich spielst. Ich bin zu schlau, um darauf hineinzufallen. Nein, nein, kein Streich. Gameplayerin hilft Stitch, Schilder zu reparieren und sich zu entschuldigen. Es tut mir leid. Von Stitch Herzenstiefe. Genau wie Gameplayerin sagte. Nun, wenn das wirklich kein Streich ist, dann... Ach, ich schätze, ich verzeihe dir. Fürs Erste. Aber ich werde dich im Auge behalten. Also solltest du lieber aufpassen. Ich liebe es. Alle sind glücklich. Aha. Donald mag Stitch... mag Entschuldigung von Stitch. Oder? Du hast tolle Arbeit geleistet. Halte Stand auf Bösometer positiv. Versprochen. Spiele Donald nur manchmal Streich. Hehe. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich kann noch mit dir reden. Aloha. Okay. Aber wir haben jetzt keine Quest, die du machen kannst. Warum nicht? Weil wir mal wieder eine verborgene an... Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann wieder irgendetwas finden werden. Ja, was dann nicht so toll für ihn ist. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Moment, was haben wir mit... wo sind die Charaktere? Mit Minimaus. Sie ist erst auf Level 6. Das heißt, da kann eigentlich jetzt nicht so viel kommen. Ich mache das nur sehr, sehr ungerne, da immer so dieses Hin und Her. Aber ja, es war halt nur eine kleine Aufgabe jetzt von noch nicht mal einer Viertelstunde. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, ach so, können wir ja so gar nicht auswählen, würde ich jetzt fast sagen, dass wir Minimaus suchen, die mal wieder am Essen ist, was auch sonst, wo auch sonst. Und hoffe, dass die Aufgabe dann auch nicht so lange ist. So. Oh, hallo. Oh, Gameplayerin. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ist das nicht ein bezauberndes Dorf? Ich würde gerne ein paar der schönen Blumen pflücken. Hast du Lust, mich dabei zu begleiten? Nein. Ich helfe gerne. Wunderbar. Ich habe im Wald ein paar blaue Blumen gesehen. Lass uns zusammen welche pflücken gehen. Vielleicht gebe ich sie sogar diesen charmanten Mickey. Aha. Oder vielleicht auch nicht. Es ist mir so peinlich, dass ich mich nicht mehr an ihn erinnere. Tschüss. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja. Jetzt soll ich pflücken, oder was? Ich denke, sie kommt mit. Hm? Ach, jetzt kommst du doch mit, okay. Im Wald mit... Moment, blaue Sternlilien. Wo kriegen wir die denn her? Blaue Sternlilie, Wald der Tapferkeit. Ach so, wenn die sagen im Wald, dann meinen sie tatsächlich auch den Wald. Also den Wald der Tapferkeit. Weil Wald wäre jetzt für mich quasi alles. Gut, dass ich jetzt... heute noch keine Blumen gepflückt habe. Wenn die jetzt gesagt hätte, wir sammeln Holz, dann sehe das nämlich nicht so gut aus. Blaue Sternlilie. Ist ja aber trotzdem nichts, was jetzt direkt ins Auge springt. Kann man aber auch nicht sehen. Das ist gelb, gelb.
Soll das Lila hier die blaue Sternlilie sein? Nee. Wir haben gar nichts Blaues hier. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt tatsächlich das nächste ist, was man jetzt wieder nicht machen kann. Weil die gerade nicht da sind. Oh Leute, ist das euer Ernst? Keine einzige blaue Sternlilie. Also ich pflück jetzt mal die Blumen hier auch mit ab. Moment. Die ist doch hier bläulich drauf gewesen. Ich habe doch gerade eine weiße gesammelt. Hier hinten ist wieder so eine weiße. Naja gut, die hat ein bisschen blau drin. Das ist die tatsächlich. Okay. Ich pflücke aber trotzdem die anderen Blumen auch mal so ein bisschen mit ab, damit dann auch der Platz wieder frei gemacht wird, dass dann eventuell noch mal was Neues spawnen kann. Also, dass die dann da drauf spawnen können, speziell. Hier hinten ist nichts mehr, ne? Also gut, wir brauchen weiße Blumen und keine blauen. Beziehungsweise weiße mit so ein bisschen blau drin. Jetzt haben wir hier gelbe. Da hinten ist, glaube ich, noch eine. Die sah jetzt ziemlich bläulich aus wieder, aber nur, weil es im Schatten war. Hier sind gar keine Blumen. Oh, komm schon, Mini. Zwei müssen wir noch finden. Da ist noch eine gelbe. Ja. Das haben wir hier aber auch meines Wissens nach schon alles durch. Da geht's wieder runter. Och, da haben wir tatsächlich in dieser Runde jetzt schon wieder nicht alle Blumen. Es ist zum Verzweifeln. Ich meine, wenn man schon so eine Aufgabe bekommt, wieso kann man dann nicht das Ganze so programmieren, dass man wirklich dann in einer Runde diese blöden Blumen dann auch pflückt? Weil ich muss sie ja mit Mini pflücken. Es reicht ja offenbar nicht, wenn ich sie im Inventar habe. Tja. Es tut mir wirklich leid. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag in Sachen Questen. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt jede einzelne blöde Blume hier gepflückt, aber es sind nur vier von diesen blauen Sternlilien dabei. Ich gucke da hinten nochmal kurz, wo das Eis war. Nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Weil das eine war ja auch so ganz nah dran. Aber hier auf dem Eis ist so auch nichts mehr. Das sind, denke ich mal, ganz andere Blumen. Ja, das sind ganz andere Blumen. Gut, das ist jetzt auch nicht mehr der Wald, muss man jetzt auch dazu sagen. Tja. Hier liegt was zu lesen, sehe ich gerade. Oh. Okay, nichts zu lesen, aber eine Erinnerung. Oder doch? Ich kann nicht schlafen. Die Ranken wachsen sonst um mich herum. Während ich vorangehe, wachsen sie in meinen Fußstapfen. Okay. Ja, ihr Lieben. Wie gesagt, das ist heute irgendwie nicht mein Questtag. Ich weiß auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt leider hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich weiß. Ja, und es ist endlich soweit. Ich habe die letzte Blume gefunden. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wir können endlich die Quest abschließen. Danke, Gameplayerin. Es ist so schön, wieder Blumen zu sehen. Oh.
Als ich an diesem Ort war, fühlte ich mich sicher, aber es gab keine Farbe und das machte mich ein bisschen traurig. Diese Blumen sind die perfekte Abhilfe. Weißt du, ich glaube, ich würde sie gerne dem netten Kerl geben, den ich getroffen habe. Mickey! Könntest du mir helfen, ein hübsches Blumenarrangement für ihn zu machen? Ich habe bereits die Vase dafür. Alles, was noch fehlt, sind die Blumen. Wir können sie mit Hortensien, Glockenblumen und Sternlilien füllen, die wir gepflückt haben. Okay. Dankeschön. Kein Problem. Ich nehme mal an, dass wir das mal eben an der... nicht Werkzeugkiste. Hallo, was machst du denn da? Willst du meine Kürbisse haben? An der, ich komme gerade nicht drauf, wie das Ding heißt hier. mal eben herstellen sollen. So, Moment, unter Möbel läuft das. So, einmal. Mini. Ach, da oben ist sie. Steht irgendwo am Rand und... Nee, jetzt ist sie wieder bei mir. Hä? Das ging jetzt aber schnell. Oh, es ist perfekt, Gameplayerin. Ich hoffe, Mickey werden Sie gefallen. Sein Name war die einzige Erinnerung, die ich an diesen Ort hatte. Könntest du sie ihm bringen? Es ist mir immer noch peinlich, dass ich mich nicht an ihn erinnere. Das Valley wird zu einem ganz besonderen Ort. Ja, ich weiß. Ach so, der ist da. Ja, ich weiß. Das Klicken war jetzt eigentlich überflüssig, aber egal. So, Mickey, hier vorne ist er. Geh doch mal weg, Stitch. Kann man gar nicht ansprechen. Jetzt. Hallo, du! Blumen? Von Mickey? Meine Güte, das ist wirklich nett von ihr. Sag, wie geht es ihr? Erinnert sie sich an irgendetwas Neues? Sie erinnert sich an Blumen. Es gibt noch Hoffnung. Und ob es die gibt, Gameplayerin, danke, dass du ihr hilfst. Aha. Oh, könntest du ihr für die Blumen danken? Danke, Kumpel. Aber natürlich kann ich das und natürlich muss ich tatsächlich zurückgehen zu ihr, um das abzuschließen. Mini? Minilein? Dich suche ich. Da steht sie. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Haben Mickey die Blumen gefallen? Ja, das haben sie. Oh, ich bin so froh. Diese Situation ist wirklich seltsam. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn kennen, aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht hilft ein Gespräch mit ihm, um dein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Oh, das macht mich ein bisschen nervös, aber ich kann es versuchen. Wunderbar. Okay. Ja, wir haben zwar jetzt noch eine neue Quest von ihr, aber das wollen wir natürlich nicht. Ich werde später auch mal schauen, wie gesagt, ob ich das Fragment noch finde heute Abend. Und dann morgen früh auch nochmal schauen. Irgendwie muss ich das hinkriegen, dass ich das Fragment dann auch noch suche. Was sehr eng wird, weil morgen ist Zeugnisausgabe. Das heißt, ich muss auch direkt schon wieder los, mehr oder weniger, wenn ich zu Hause bin. Also das könnte wirklich knapp werden, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann auf jeden Fall mit Mutter Gothel weitermachen. Mini werde ich dann später irgendwann nochmal fertigstellen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!